Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit dem Daniel und dem Marc Acker Handwerker auf der neuen Map unterwegs, hätte ich fast alte gesagt. Und wir hatten eine sehr, sehr spannende und actionreiche Runde. Die Runde ist leider auch nicht so lang. Ihr werdet die Woche nur kürzere Runden sehen, also bis Freitag auf jeden Fall. Weil, wie ich gestern im Video schon erwähnt habe, ist der Marc Handwerker bereits, wenn dieses Video kommt, bei mir. Und wir müssten gestern schon unseren Stream gemacht haben mit Visage. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft, denn ich schneide ja vor. Ich habe keine Ahnung, wie es gelaufen ist. Und heute Abend, wenn alles super läuft, wenn alle Kameras funktionieren und so weiter, kommt ein Kochstream von uns auf Twitch. So ab 19 Uhr, 19.30 Uhr, denke ich. Müsst ihr mal nachgucken. Ja, würde mich sehr, sehr freuen. Mein Name auf Twitch ist 1049.de wie hier und einfach reinschalten. Würde mich sehr freuen, euch zu sehen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Runde. Würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Weitige hier. Eieiei. Drei dicke Schlagomio. Appa? Ja. Da habe ich gerade mal wieder Vigor mitgenommen. Also hier den, ne? Weiß schon, ja. Und ich merke wieder, wie geil dieser Trade einfach ist. Aber man vergisst es so da oft, vorne den einzupacken. Ich glaub, was gesehen zu haben, aber nicht so ja, da sind welche. Ja, okay. Er hat mich auch gesehen. Er hat sich geduckt, als ich rüber geguckt habe. Hier ist auch die Tür offen. Ja, die waren safe hier drin. Sind nach rechts weg, ne? Also Richtung Kirche wahrscheinlich, ne? Dann hat er mich vermutlich nicht gesehen, obwohl er sich da weggeduckt hat. Ich denke nicht, dass er dich gesehen hat, weil... einfach ziemlich nonstop weitergelaufen. Jetzt sollte man nichts aufschrecken. Na gut, dann werden die hier von Upper gestartet sein. Hol den Hinweis. Was haben wir denn noch? Lower, Reefs und Church. Fuck, hier ist irgendein Käfig. Lower hätte ich am liebsten. Die anderen zwei, die kannst du dir... schenken. Wow, ein Dicker. Ach man. Bräuchte man der denn weg? Oder hier ist Käfig, ne? Er sitzt da einfach auf dem Stuhl, ne? Such's mal ran. Nicht hier rüber? Nee, ne? Kann sein, dass ich rankomme, ohne dass der Dicke es merkt. Das klappt. Oh, die haben hier einen Eingreiftrupp genommen. Leer. Dann lass lower gehen, komm. Ja, vielleicht haben wir den Vorteil, dass wir uns erst da sind. Graben links. Oh, das waren die, oder? Das waren die. Ja, ja, direkt vor uns. Wir stehen scheiße im Wasser, ne? Ja, lass einfach rübergehen, aber nicht rennen. Nicht rennen, nicht rennen. Das ist saulaut, das Rennen. Das hörst du aus 50 Meter Entfernung und noch weiter. Rechts der Immo sollte uns auch nicht sehen. Jan, Immo? Ja, ich weiß. Oh ja, das klingt nach Boss. Ja, die wissen mehr. Ja, als ich höre ihn, glaube ich. Ja. Gibt für uns nichts Besseres, als wenn die damit beschäftigt sind, den Boss zu machen. Ja, und der ist hässlich. Was ist los, Marc? Ja, hier hinten ist einer im Wald. Echt jetzt? Ja. Hat Hit. Oh, ich sehe ihn. Close? Ich glaube nach rechts weg. Wie weit weg? Heute mit blind, aber nicht blind. Komm, hat wieder hin.
Nate? Hab ihn. Nice. Marc, du musst mal mit uns sprechen. Oh. Gegner. Das sind die, der eine hat Hit. Ich hab's Half-Glass abgekriegt, volle Kanne. Er hat's abgekriegt. Er hat's selbst abgekriegt. Oh ja, jetzt kommen die Pilze. Ja, scheiße, er hat's doch nicht abgekriegt. Marc, hast du Info? Einer war da hinten beim Klo und einer ist direkt hier hinter. Hinter der großen Felswand. Oh! Schön. Hab ein. Nice. Der letzte hat Hit. Pingen. Da oben. Hab ihn. Sehr schön. Ja, sorry, das ist bei mir dann immer, wenn ich dann einen sehe, dann bin ich so konzentriert, dass ich dann das Reden vergesse. Ja. Jo. Raben war nicht wir, ne? Nicht wir. Doch, ich glaube schon, weil ich habe da vorne auf eine Blechdose getreten. Waren denn jetzt die drei das Boss-Team sicher? Ja, das waren auch die, die wir gesehen haben vorhin. Den einen im grünen Hemd habe ich erkannt. Okay, weil ich war mir jetzt nicht so sicher und war etwas überrascht, dass du jetzt so super euphorisch da reingerannt bist. Also ich... Ja, das stimmt. Ja, also... Ja, hast du recht. Das war einfach Blauäugigkeit. Wenn ihr Money seht, sag mal Bescheid. Ich hab da hinten gepinkt am Metalltor. Unten. Ah, okay. Warte, ich komm da mal hin. Daniel, lass die Dicken immer leben, wenn wir hier im Bossgebäude sind. Die helfen uns immens. Mach mal sie danach. Guck mich um. Dann können sich die Gegner nämlich nicht so frei bewegen wie... Hier ist nichts, hier ist nichts. Ist hier Muni drin? Ja, aber schon alles genommen, glaube ich. Ja? Ja, hier ist noch einmal. Ah, danke. Dann können wir es ja jetzt aber machen. Ja, aber ich will meine Muni nicht verschwenden. Wollen wir nicht ins andere Gebiet rüber? Wir haben nirgendwo einen Exit. Also einer ist schon fast tot, der braucht noch ein, zwei Schüsse, das war's. Ja, dann lass Pelika. Also ich muss keinen Dicken machen. Ich habe so viele Trades, das ist zu gefährlich, finde ich. Aber wenn du willst, mach mal. Gehen wir Pelikan? Ja. Zwei Dicke gekillt? Kein Trade, ist das bitter. Ja, das lohnt sich einfach nicht. Schüsse rechts oben. Plantage. Ja, dann lass uns da holen, da ist auch ein Ausgang. Oder? Jo, wir gehen raus. Ja, wir gehen zu Pearl. Danach oben dann, ja. Guck mal, Daniel, du hast doch eigentlich einen Hunter, der ganz gut ist, oder? Du bist doch gar nicht auf die Trades angewiesen. Ich meine, wenn die Map clear ist und wir wissen, dass keiner mehr da ist, dann ist das eine andere Sache. Aber jetzt finde ich es halt ein bisschen schwierig, immer so die Dicken zu machen. Muni-Verschwendung des Todes. Ja, wenn wir jetzt noch auf Gegner treffen, ist es doof, ja. Aber ich denke einfach mal, dass wir auf keine mehr treffen. Ja, aber guck doch mal, du hast einen hochgelevelten Hunter dabei, oder? Hast du einen neuen? Level 30 oder so. Ja, du hast so viele Trades und das ist die Chance, dass irgendwas richtig Gutes abfällt, ist halt gering. Ich guck mich mal um hier. Das richtig Gute kauft man sich ja eigentlich dann, oder ich zumindest, immer gleich am Anfang. Ja, ich auch. Daher, was willst du denn, wenn der Elster droppt oder Gift sind oder so? Dann Müll? Hast du Pech gehabt. Ja, du. Oh. Dann mal los. Deswegen sehe ich den Sinn darin halt nicht. Klar, wenn die Map clear ist, okay. Aber sonst sehe ich da gar keinen Sinn drin. Ich guck mal, ja.
Im Gebäude, einer oben, einer unten. Aber die sitzen zusammen. Den dritten habe ich nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil es zusammensitzt. Da macht es jetzt zum Beispiel Sinn, den dicken zu machen, weil der uns auch gleich auf den Sack geht. Ja, das ist schon. Hier hinten sind vier Hunde. Drei. Daniel, guck nochmal bitte, wo genau? Einer links und zwei rechts vom Haus. Oben. Aber im Haus? Ja. Oben. Also, ja. Im Haus. Oh! Was war jetzt? Getroffen? Ja, ja, der hat auf mich geschossen. Er hat aus dem Fenster geguckt. Oben. Oh ja. Da oben ist er. Waren das wir? Ja. Mann! Ich bin am Haus dran. Kann mal einer den Hund hier abschießen? Wer ist denn das da hinten, Marc? Ah ne, lass es. Der kommt hier nicht hoch. Ich mach ihn trotzdem weg, falls wir flüchten müssen. Der kommt hier doch hoch. Hier ist Heilung, wenn man dann braucht. Daniel, geh mal weg da. So unübersichtlich da reinzugucken, das ist das super gefährlich. Das ist das letzte Scheißhaus. Ja. Da steht einer irgendwo. Einer ist hier draußen auf dem Balkon. Direkt hier. Ich guck kurz. Der ist oben. Hä, wie kann der mich denn Split? Sehen? Nein, er ist full flashed. Oh. Ist hier eine Falle? Nee, ne? Nee. Pass auf, der kann sich hier runter droppen lassen. Ich mach den dicken. Oben aus dem Fenster rausgesprungen. Oh, ich hasse dieses Haus. Einer heißt Captain unter Thai geschrieben. Da sind wir alle drin. Ja, hab's gesehen. Mach mal die Tür zu, falls der von außen reinsteht. Hallo. Super Sniper! You can bounce, go away. Are you a super Sniper? Ja! Wir sind Deutscher? Nee, kein Deutscher. Der Sniper im Haus bringt ihn mit hier. Also einer hat auf jeden Fall Silence Vitali. Letzte Sekunde, ich guck mal. Ja. Direkt hier über mir. Einer von denen hat auch sich gemacht. Zombie vor der Läuft Tür, jetzt ne? hier zur Treppe. Ja. Sehe ihn aber nicht. Hier ist Muni nochmal. Ah, nicht mehr. Keine Muni mehr. Hier ist Muni. Ist das einer ist raus? Benutzt? Ja, raus. Einer ist. Ja, ja, ja. Okay, aufpassen. Hab ihn nicht getroffen, weil ich selber einen Hit bekommen hab. Und leck mich am Arsch, ey. Ich bin full flash. Hab einen. Wo ist der andere, Marc? Hier oben. Ich muss mich heilen. Heil dich. Der ist rausgehüpft, glaube ich. Wir haben getradet. Nice. War's das? Nee, ich hör noch einen. Nimm die Bounty. Nimm die Bounty. Warte. Ist da nicht. Ich hab den nur anders gehört, Jan. Da ist gar keiner mehr. Irgendwas habe ich gehört. Was für ein Zombie. Oh, nice. Nice, Marc.
Die scheiß Bärenfalle da, Alter. Oh. Ja, die hat mich auch Leben gekostet, weil da wusste er, wo ich bin. Oh, Säbel und Officer Carbine. Aber, ja, zum einen das mit den drei Schuss stört mich. Und sie hat angeblich, also die hat 79% Handhabung und ja, die Mosi nur 75. Und trotzdem finde ich die Mosi gefühlt von der Handhabung besser. Ich habe die Berthier noch nie gespielt tatsächlich. Ja, ich habe die Berthier bislang immer noch nicht gekillt. Die Runde ist vom 13.02., ist schon einen Monat alt und ich habe immer noch die Berthier nicht gespielt. Ich wollte die unbedingt mal ausprobieren, habe es aber nicht gemacht. Ich muss dazu sagen, der Daniel, wenn der dabei ist, der versucht immer die, wir sagen immer die Dicken, die Meatheads zu killen und hofft auf einen Trade. Aber meistens kriegst du eh nur Kacke aus diesen aus diesen Dicken, beziehungsweise die droppen nur blöde Trades. Und deswegen lohnt sich das, finde ich, gar nicht. Ja, wenn du mal einen guten Trade wie Doktor oder Fächern oder so bekommst, dann musst du schon echt Glück haben. Und Daniel ist halt echt furchtbar. Kaum sieht er einen Dicken am roten Fass, schießt er drauf und wir sind natürlich enttarnt. Und deswegen habe ich ein bisschen mich über die Sache aufgeregt. Naja, ich habe mich ja nicht aufgeregt, aber ja, ich wollte ihm einfach nur mal erklären, dass es halt eigentlich nichts bringt. Aber jetzt einen Monat später hat er nach wie vor die Dicken im Auge. Also es ist wirklich schwierig mit ihm. Naja. Egal, was soll's. Nur, dass ihr versteht, warum ich da so ein bisschen gemeckert habe in dieser Situation. Jetzt ist die Runde ja doch nicht so kurz geworden. Ich dachte, da ich gelesen habe, 20 Minuten war die Rohrunde. Da dachte ich mir, okay, da schneidest du bestimmt noch 8, 9 Minuten raus. Dann ist die nur 10, 11 Minuten lang. Aber war ja doch eine etwas längere Runde. Ja, da unten das Team, wir können froh sein, dass wir die so früh gesehen haben und krass, den Typ, den Mark erschossen hat ganz unten, der hat mit der Petier halt geaimt, auf einmal hat er da um die Ecke gelunzt, auch total witzig und ja, den einen hat Daniel da unten noch grandios geholt, da war ich dann zwar auch drauf, aber Daniel kam schon um die Ecke gesprintet und hat ihn weggemacht, echt gut. Und dann sind wir hochgelaufen und habt ihr ja gesehen, das war, ich hasse diesen Compound. Planetarium da oben ist einfach scheiße. Es macht so keinen Spaß. Also, wenn du eine Nahkampfwaffe hast, okay, dann ist es ganz geil zu stürmen, aber dieses Haus zu verteidigen ist echt übel. Ihr habt ja gesehen, der eine ist rausgesprungen und wusste gar nicht mehr, was er machen sollte, weil die haben alle oben gesessen und die haben halt mitbekommen, dass wir immer näher kommen, beziehungsweise so langsam auf dem Weg nach oben waren. Und ganz schwierig, dieses Haus zu halten. Da nützen auch 100.000 Fallen nichts, weil es gibt immer ein Fenster, was offen ist, wo du rein kannst. Ja, aber ging ja zum Glück gut aus. Normalerweise haben wir immer schlechte Erfahrungen da oben am Planetarium Pearl Plantation. Das ist nicht das Planetarium, aber Tina hat das irgendwann mal in die Welt gesetzt. Seitdem ist das bei uns das Planetarium. Ja, denkt heute Abend an unseren Stream. Ich hoffe, das klappt. Also ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das funktioniert, aber ich denke schon. Ich muss noch überlegen, wo ich die Kamera ausrichte zum Kochstream. Aber sollten wir irgendwie hinbekommen. Denkt an mein Teamspeak, das ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Könnt ihr gerne benutzen, das Teamspeak, würde mich sehr freuen darüber. Game.de auch gerne mal besuchen. Wie gesagt, auch unten verlinkt, gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root-Server, Game-Server, Web-Server etc. sucht, seid ihr eine super Adresse. Mein Discord ist verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns heute Abend so ab 19 Uhr circa. Könnt ihr sehen. Geht einfach in meinen Discord rein, der ist auch unten verlinkt, da kriegt ihr angezeigt, wann ich den Stream anwerfe. Haut rein, tschüss!